Ja, vielen Dank und auch von uns ein herzliches Willkommen und wir freuen uns auf diesen Abend gemeinsam mit Ihnen. Wir beginnen mit einem Stück, das heißt Easy Days und das fand mir nie passend. Du hast es ausgesucht an der Stelle, weil die Tage ja, die Zeiten ja nicht so ganz einfach sind und wir dachten, wir beginnen mit Easy Days. Das habe ich im Urlaub mit meiner Familie am Bodensee geschrieben und das hat eine gewisse sonnige Stimmung.
haben wir in den letzten zwei Jahren ganz selten. Da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Jetzt kommt ein Stück von mir, das hat einen ganz kurzen Namen, das heißt Hip, Groovy. Das auf der, auf der dritten, also wir haben drei CDs, auf der dritten, auf der aktuellen sozusagen, es gibt drauf. Und Easy Days ist auf der zweiten, stimmt doch, oder? Genau. Okay.
soll sagen, auch in die Kameras vor allem, oder Sie dürfen natürlich auch... Ich teile ihn hier mit und das freut uns auch. Und Sie können es auch gerne weiter sagen oder weiter posten. Das ist ein Livestream heute. Genau, kann man sich auch. Sie hätten gar nicht kommen brauchen. Aber es klingt hier garantiert besser. Und die Stimmung ist auch besser. Jetzt an. Ja, wir kommen nach Brasilien, wo man Samba tanzt und sowas auch das Stück. So Dance und Samba. Oder wir müssen das übersetzen. Du tanzt doch den Samba. Ja, dann tanzt doch einfach Samba. Thank you.
berühmter Musiker und Komponist. Das nächste Stück von genauso einem berühmten Komponisten. Also noch berühmter. Noch berühmter. Ja, natürlich. Also, ja, jetzt tatsächlich das nächste Stück von mir, das heißt Sieben, und es hat so eine Geschichte zugrunde, das war vor längerer Zeit, als ich auf Reisen war, wenn man so auf Reisen ist und dann viele Leute trifft, und dann viele unterwegs trifft man dann und dann hat man ein bisschen Zeit miteinander und dann verabschiedet man sich wieder und trifft sich vielleicht irgendwo wieder, weil alle immer die gleiche Route reisen. Oder auch nicht, aber man verabschiedet sich dann immer und sagt See you und weiß eigentlich, aller Wahrscheinlichkeit sieht man sich nie mehr. Aber das gibt man natürlich dann dazu. Aber trotzdem hat man so ein schönes Gefühl, weil es einfach eine tolle Zeit war. Man hat irgendwie ein paar Tage oder Wochen miteinander verbracht und es war einfach angenehm und das habe ich da versucht in Töne zu fassen. Und dann dauert es jetzt mal für See you. See you. Schauen wir mal. Ups. Okay. Ich gehe ein bisschen vor das Christian. Christian, kannst du auch gerne so ein bisschen zu mir bringen? Aber gerne. Genau. Okay. Fängst du an?
man dann so verreist, dann erlebt man ja ganz unterschiedliche Dinge und lernt auch neue kennen. Und ich habe da eine Fähigkeit erlangt. Aufreist. Und zwar habe ich plötzlich technische Fähigkeiten an mir entdeckt für Konstruktionen. Und dann habe ich mir einen Wellenkonverter gebaut. Ich habe das Ding hier. Sieht eigentlich ziemlich einfach aus. Oh, hat es aber schon ganz schön in sich. Und es hat auch schon einiges gedauert, bis die Konstruktion dann tatsächlich fertig war. Jetzt kann ich mit dem Ding und natürlich kosmischer Energie, ganz wichtig, mit dem Ding kann ich Schallwellen quasi manifestieren. Ich muss sie nur einfangen, dann mit kosmischer Energie vermengen und dann sind die quasi in Feststoffe gefangen. Das machen wir jetzt mal, dann brauche ich natürlich ein bisschen ein paar Töne. Wir werden es, wenn du mal ein paar Töne da machst. Genau, wir spielen jetzt The Days of Wine and Roses und mit Posaune und Bariton-Gitarre ist das. Eine Quarte tiefer als die normale und Tenorsaxophon. Stell uns bei der Gelegenheit mal vor, aus Stuttgart an Bass und Posaune Christian Sommerfeld. Der Local Hero des Abends aus Karlsruhe an Tenorsaxophon, Schlagzeug, Sopran, Perkussion und diese UFOs, das ist Pan, das kommt noch. Das spielt er auch. Einen herzlichen Applaus bitte für Klaus Kuckner. Links neben mir an der Bariton-Gitarre und an der Nylon-Gitarre und an der halbakustischen Jazz-Gitarre. Richtig. Aus Stuttgart, Sven Götz. Und Esslingen. Die Richtung stimmt. Und wie das letzte Stück, See You von Klaus, auf unserer zweiten CD drauf ist, so ist auch dieses Stück in einer bisschen anderen Version auf der zweiten CD. Also nachher in der Pause, Klaus, du hast die dabei, oder? Ich habe alle dabei. Die erste auch gezielt? Nee, die ist schon aus. Die erste ist vergriffen, ja. Okay, dann geht's jetzt los. Thank you.
Ja, das war ein sehr altes Stück, The Days of Wine and Tapas, heute. Und jetzt kommt ein sehr neues Stück. Es gibt ja in der Musik so Unsung Heroes, nennt man die. Also so Musiker, die man einfach nicht kennt, obwohl sie eigentlich ziemlich bekannt sein sollten. Und einer dieser Unsung Heroes ist ein Mann namens Andy Martin. Haben natürlich alle schon mal gehört, oder? Andy Martin kommt aus Los Angeles, spielt Posaune und hat in dem letzten Pixar-Film Soul die Posaunenstimme gespielt. Und die Filmemacher haben aber gedacht, ach ja, kann man ja einfach so stehen lassen. Und sein Name wurde gar nicht erwähnt im Abspann. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, den Namen Andy Martin mal ein bisschen bekannter zu machen. Das ist nämlich ein ganz toller Musiker und Komponist. Und das nächste Stück ist von ihm. Und trägt den Titel Street Scene. Und Klaus, als wir das zum ersten Mal gespielt haben, hat sofort gesagt, das klingt eigentlich nach New Orleans. Und also gar nicht nach L.A., locker fluffig, sondern New Orleans eher so ein bisschen rauer. Und dann haben wir uns gedacht, wir machen eine kleine Suite draus und lassen sich mal überraschen, was dann im Anschluss kommt. Gut, Andy Martin, wir fahren es nachher nochmal ab. Thank you.
Thank you.
Das war übrigens ein Titel, der hieß Soul Food. Soul Food. Ja, ich glaube. Komposition von Patrick Sensenhoffeld. Thank you.
Nach neun mal gucken, vielleicht ist er auch schon im Bett, aber sie hat sich vorhin den Stream wohl angeguckt. Also Romy, wenn du jetzt noch da bist, das Stück ist für dich. Thank you.
Straßenbahnstation in Paris. Ich neulich Straßburg, Saint-Denis. Thank you.
kommen wir wieder zurück. Informieren. Da geht es einfach darum, dass man in Bewegung bleibt. Auch dieses Stück.
Jetzt kommt Andy Wells. Ich auch auf das Bein. Außergewöhnlichen, noch ziemlich jungen Instrument. 20 Jahre alt. Also entspannen Sie sich jetzt richtig, jetzt kommt der Wellness-Teil. Ich habe hier so ein unvorgängliches Ding. Ein Bock. Ein Bock, genau. Der Reis wird schon gekocht. Nee, das Ding heißt Hand- oder Handcam. Das ist so Streiterei über Urheberrechte, aber das soll nicht das Thema von heute sein. Also Handcam. So ein ganz toller Klang. Kommt eigentlich von der Steelwork, also das ist die Grundidee, die dahinter steckt. Die Steelwork, die Böden von den Ölfässern, kennt man wahrscheinlich. Und das sind einfach zwei aufeinander geklebt. Da ist so ein Loch da unten drin. Und eigentlich passt es ganz gut zu so einem Spannungsmusik, wie das Sven sagt. Ich bin fasziniert von ihm, so richtig fanatisch, meine große Leidenschaft. Und ich will es auch ganz gerne noch irgendwie mit anderer Musik kombinieren. Und da haben wir jetzt sozusagen eine Premiere, was das betrifft. Wir hatten das bei der Probe letzte Woche einfach mal ausprobiert. Und haben festgestellt, ja, eigentlich passt es auch in der Instrumentierung ganz gut. Und Sie müssen das jetzt aushalten. So. Ist auch nicht schlimm, wenn Sie einschlafen, also lassen Sie. Sie wecken Sie. Gut. Thank you.
sie noch alle machen. Allgemein und hier der Erfinder, worum es so eine Streiterei gibt, der hat es Han genannt, die Schweizer. Der hat es zum ersten Mal gebaut, das heißt Han bei ihm, heißt Han auf dem Schweizer Dialekt. Und da gibt es halt Streitereien und deshalb nennt man das dann, wenn es nicht aus seiner Hand kommt, Handpen. Ein bisschen kompliziert, auch im Esoterikbereich. Es gibt in allen Bereichen Leute, die einfach irgendwie Schwierigkeiten haben. Ja. Aber ohne die Instrumentierung dran besser gefunden, dass man dieser esoterische Moment. Ja, aber es kam ja richtig gut an, das musst du auch wissen. Jetzt kommt wieder so ein ganz normales Stück von unserer letzten CD. Ich habe das einfach Summer Song genannt. Ich habe es im Sommer geschrieben und es hat einfach diese Stimmung aufgegriffen, die man halt im Sommer hat, und man so entspannt in der Sonne sitzt. Thank you.
Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Wir kommen zu unserem letzten Stück. So, wir gehen nach Hammer, ne? Genau, das ist von, kennen Sie den Film Buena Vista Social Club? Von dem großartigen Wim Wenders, der macht tolle Filme. Und genau aus dem Film, also von der Band, haben wir uns ausgeliehen. Das ist anstrengend. Das spielen wir jetzt und ja, ja. Dann liegen wir nach unten in der Zeit, wenn er laut Zugabe ruft. Thank you.
Slow Traffic. Thank you.
vielen Dank. Nach Slowfest kommt jetzt noch eine Entschleunigung, noch mal die Handpan. Wir haben vorhin beschlossen, das Lied wie zu nennen. Wir haben beschlossen, es heißt Pleasure Pan. Pleasure Pan. Wenn Sie damit einverstanden sind. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank.